Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, und zwar Yu-Gi-Oh! Pro Dawn of a New Era. Ich muss das immer ablesen oben. Und wir spielen in der Skype-Convention mit Maxi, der ist auch da. Hi. Hallo. Klappe die zweite. Ja, eben ist mein Internet abgekackt, als ich quasi schon gewonnen hatte. Du hattest nicht gewonnen, Junge, du hattest ein Monster auf dem Feld, keine Handkarte, nix, und ich hatte schwarzglänzender Soldat auf dem Feld. Sagt er, ich hab's aber nicht gesehen, weil die Internetverbindung da schon weg war, ja? Nix geschissen gekriegt hast du hier. Okay. Ja, das funktioniert jetzt. Nein! Ich denke einen Schritt weiter als du. Boah, ich hab schon wieder so eine Fickhand, ey. Du hast eine Fickhand? Ja. Wäre schön, ich nämlich nicht. Er hat ein Nordisch-Deck, von dem ich null Ahnung habe. Und ich habe ein Nordic-Deck. Ich habe die ersten 10 Spiele mit dem Deck verloren und inzwischen bin ich ziemlich overpowered damit, weil ich nämlich in den ersten Spielen mit dem Deck überhaupt nicht zurechtkam und ich jetzt eigentlich ziemlich asozial gut damit bin. Nochmal Beschwörung? Nö, nö. Brauche keine Beschwörung. Wer braucht denn schon eine Beschwörung? Ja, so eine Kette. Wiederreißen der Tribute oder was? Ich habe zweimal die Karte im Deck. Ich habe die fast immer im ersten Zug auf der Hand. Ich habe die relativ ich hab keine oft Ahnung. Auf der Hand, aber nicht immer. Ah, den habe ich eben schon gesehen, ja. Der holt jetzt Ja. dieses hässliche Ding. Oder nee, was ist das? Ich nutze den Effekt meines Monsters, um es beschwören zu können. Die haben lauter so Effekte, die Karten. Das ist jetzt Tangiostr. Ja, Tangiostr, yeah. Das ist natürlich richtig nice. Ich habe relativ wenig Ahnung von dem Deck, deswegen wird er früher oder später vermutlich gewinnen, besonders bei meiner Hand. Okay. Das setze ich. Das beschwöre ich. Hässliches Pferd, okay. Das nicht. So. Und was mache ich? Was hole ich mir? Ich hole mir, welchen soll ich mir holen? Ich hole mir den hier. Beachtet so. Unsere Namen oben bei den Life Points. Warum sollte ich Reis der Tribut aktivieren wollen, wenn ich gerade eine erfolgreiche Synchro-Beschwörung geschafft habe? Egal. Dieses Spiel hat manchmal ein paar logische Lücken, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie fragen. Battleface. Wahrscheinlich hat er jetzt irgendeinen Scheißdreck auf der Hand, da auf dem Feld liegen. Irgendeine Falle hat er garantiert wieder. Ja, klar. Klar, war klar. Mein Egal. Ist gestorben, aber ich habe eh genug auf der Hand, wenn du das sehen könntest. Die Ancient Sacred Wyvern war jetzt auch nicht wirklich mein stärkstes Monster, auch wenn ich mal ein Duell ziemlich geil damit gewonnen habe, weil ich dem Gegner schon 3000 Lebenspunkte gezogen habe. Und das Ding kriegt mehr Lebenspunkte, wenn ich mehr als du habe, und verliert welche, wenn ich weniger als du habe. Das sind sehr faire Karten, die natürlich nicht gesperrt werden. Naja, also ich möchte hier mal gerade einwenden, dass ich diese Karte habe. Ja, ich weiß. Habe ich schon gewundert, dass du die letzte Mal nicht beschworen hast. Ah ne, du brauchst ja, glaube ich. Du musst davon ausgehen, dass ich deine Karten zerstöre, glaube ich, wie ich das verstanden habe, oder? Wie? Also, wenn ich deine angreife, dann landen die auf dem Friedhof und dann kannst du neue suchen. Ja, Moment. Okay, so. Dich setze ich, auch wenn ich nicht weiß, ob das schlau war, ausgerechnet. Nee, ist ja gar nicht schlau. Ah, scheiß drauf. Eigentlich wäre es viel sinnvoller gewesen, das andere zu beschwören. Das hätte mir nämlich vielen ja gebracht. So, warten. Du spielst Gen-Wrapped Mongo und ich aktiviere Reißender Tribut. Wow. Das ist gerade in einem Friedhof gelandet. Ich will es wissen. Ach, die hässliche Fee. Kann die irgendwas? Nee. Doch, die ist ganz geil. Hat ein paar gute Effekte. Dann lese ich mir die durch, während du versuchst, eine Karte zu ziehen. Ja, ich setze die hier. Und den, ja, den setze ich. Ma! Ja? Ja, geht doch. So, Endphase. Okay, der Effekt ist eigentlich echt wirklich ganz nice.
für ein Deck, das auf Synchros aufbaut, das ist er ganz gut, ja. Den, du hast was beschworen. Darf ich jetzt? Nee, ich darf noch nicht. Oder hat er jetzt wieder eine halbe Stunde Ladezeit, nur um mich zu fragen, ob ich eine Kette anketten möchte oder wie? Ja, die Ladenzeiten im Spiel sind manchmal ein bisschen blöd. Bisschen nervig, vor allem, weil er jedes Mal ausgewertet werden muss erst. Ja, dann muss eine Kette aktiviert werden. Aber gut, das geht ja eigentlich nicht anders. Du darfst wieder eine Karte ziehen, oder? Nee, Nordisch Monster. Nee, ich darf mir so Nordisch Monster auf die Hand holen, habe ich noch zwei. Hol ich mir natürlich den hier, meinen guten alten Tangrisnir. Das Gute ist, dass ich jetzt weiß, dass er der Tangrisnir auf der Hand hat. Und das Vieh kann, soweit ich weiß, zwei Spielmarken oder so einen Scheiß beschwören. Wenn es im Kampf zerstört wird. Ja. Also es ist, das müssen wir dazu sagen, es ist uns nicht unbedingt wichtig, wer von uns gewinnt. Also mir zum Beispiel. Mir für meinen Teil ist es nicht unbedingt wichtig. Ja, eigentlich auch nicht. Okay. Okay, jetzt wird's spannend, ob ich wirklich jetzt eine geile Kombo hinkriege oder ob ich faile. Weil wenn ich Glück habe, kann ich jetzt in dem Zug zwei recht starke Monster beschwören. Okay. Jetzt kann ich den noch. Will ich den? Warte mal, ich will erst mal sehen. Ne, den will ich nicht. Beschwöre ich den noch? Tangrisnir, Spezialbild. der Schreckliche, ist wieder da. Mal wieder. Sind die anderen beiden Monster, die du hast, eigentlich auch von dem Nordisch Deck? Welche diese TG? Nee, aber die sind ganz praktisch für das Deck. Hab mal mit, hab ein bisschen geguckt, da wurde mir gesagt, dass die wohl ganz gut sein sollen für das Deck. Welche nehme ich denn? Ich wähle zur Abwechslung mal den. So, und zwar in ATK. So, du möchtest nichts anketten? Du hast deine Chance schon vertan. Was hat die für Egal. Fähigkeiten, das ist die Karte? Ich kann ein du kannst ein also ich kann eine Karte von mir und eine von dir wählen und beide werden zerstört. Okay, dann mach das mal. Nee, erstmal mache ich noch das hier. Du siehst also, dieses Deck ist erheblich besser als mein anderes vorher. Ja, auf jeden Fall. Und ich mag dieses Deck auch. Und weil ich weiß, dass du da Mirror Force liegen hast oder Sakurezu-Rüstung, irgendwas davon, greife ich an. Wohl wissentlich, dass er jetzt was aktiviert. Er aktiviert jetzt was. Wieso, was Pass kannst du denn auf. machen? Keine Ahnung, also wenn das hier jetzt gelingt, dann wird das ziemlich böse für dich, falls du nichts hast zum Aktivieren. Dann wirst du jetzt Na gut, er kann es 4006. kontern, aber ich will es zumindest sehen, was er dann macht. Ja, ich kann. Ja, ich kann aber den Effekt nicht aktivieren. Egal. Es war ein Versuch wert. Hätte ich ihn nämlich, das hätte er nämlich keine Fall gehabt, hätte ich ihn 6800 Lebenspunkte ziehen können. Sehe ich es richtig, dass du jetzt gefickt bist? Ja, du siehst richtig, dass ich jetzt gefickt bin. Hätte ich nur nicht angegriffen. Ja, United We Stand. Das ist auch so eine sehr schöne Karte, die Christopher hat. Ja, Muss United We man sagen, Stand das kenne ich ist gut. seit meinem DS-Spiel und ich liebe dieses Ding. Um zur Info, Kraft der Magie ist quasi das Gegenteil davon. Gemein sind wir stark erhöht die Attacke des Monsters, das damit ausgerüstet ist, um 800 Punkte pro Monster, was ich habe, und Kraft der Magie um 500 Punkte für jede Zauber- und Fallenkarte, die ich habe. Und in Kombination hat dann mein schlecht waches Monster schon 4600 Angriff, obwohl ich kaum was da habe. Ja. Und Maxi hat noch eine Handkarte. Ja, und wenn es Und wenn jetzt du nicht jetzt wirklich irgend. wenn du jetzt eine Scheißkarte hast, dann beende sofort deinen Zug, weil der Part ist gleich zu Ende und ich will es jetzt noch fertig haben. Okay. Nee, du schaffst aber auch, mich damit zu töten. Mit dem, was du hast. Dann gib am besten auf. Ja, Ja, wow. du kannst mir jetzt trotzdem 4000 Punkte ziehen und damit habe ich verloren. Ja, und das war auch schon das erste Duell. Ich denke mir, werde da ich noch eins aufnehmen, oder? Ja. Na gut. Dann hast du was. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.